Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Assassin's Creed Origins. Da habt ihr wahrscheinlich gerade einen meiner Hundis gehört. Ja, wir sind letzte Folge hier nach Letopolis gekommen und haben hier auch direkt Quests angenommen. Hatten wir hier schon geschaut bei ihr, was sie zu verkaufen hat? Stimmt, das waren nur die Outfits gewesen, das hatte ich ja schon geändert. Warte mal, wo haben wir denn hier mal... Karte haben wir hier. Und ja, ich hätte die Schnellreise nehmen können. Hatte ich die überhaupt schon... Habe ich die schon kennengelernt gehabt? Weiß ich gerade gar nicht. Ja. Zu der Quest würde ich sagen, bewegen wir uns auch mal gerade noch hin und nehmen die noch an. Denn die liegt sowieso auf dem Weg. Und dann können wir hier erstmal... Die gesamte Stadt ging in der Zeit unserer Vorfahren an die Wüste verloren. Ja, das ist nämlich so eine Ausgrabungsstadt. Ups, ein Leck. Die graben hier quasi ihre eigenen Häuser wieder aus. hier. Hier, lass mich dir helfen. Was? Hältst du mich für hilflos? Ich bin überrascht, dass eine Frau in deinem Zustand so hart arbeitet. Die Ankunft deines Kindes ist ein Segen. Ach, ich bin kein Zimperlieschen. Oh, tut dir etwas weh? Mein kleines Böhnchen macht sich nur etwas bemerkbar. Meine Arbeiter sind zu lahm. Ich muss dahin und sie antreiben. Lass mich, Nibet. Ja, die scheint ja hochschwanger schon zu sein. Der hat ja schon einen ziemlich runden Bauch. Da sollte sie definitiv nicht mehr irgendwie schwer heben und arbeiten. Klagen der Arbeiter. Das wäre jetzt die nächstgelegene Quest. Ich schnapp mir mal mein Kamel. Wo müssen wir hin? Warum sehe ich kein Zeichen auf der Map? Ah, da, jetzt sehe ich es. Da hinten müssen wir anscheinend hin. Oh je, meine Stimme ist ein bisschen weg. Müssen wir hier rein? Tempel des Horus. Wir können ja mal hier reingehen. Oh, hier haben wir ein Papyrus-Rätsel. Das wollte ich gar nicht. Ich wollte das. Ja, hier ist einiges, was wir plündern können. Oh, sehr schön. Hartes Leder. Ja, allein deswegen sollte ich generell mal wieder mehr plündern. Sandmeer. Im Südosten des Nomos... Irmet. Irgendwas ist da. Müssen wir mal anders mal noch gucken. Warte mal, was ist das? Achso, die kann ich nur tragen. Steht da ein Teller mit Essen? Was zur Hölle? Nicht Hölle, Hölle. Finde die Arbeiter und rede mit ihnen. Ja, wo muss ich denn hin? Muss ich hier rauf oder wie? Oder wo sind die? Ups. Irgendwie verwirrt mich das. Bringt mir das? Da ist das Ziel? Nach
hinten raus müssen die sein. Oder? Oha. Sieht aus, als ob hier so eine Art Sandsturm aufziehen würde, oder? Baba! Ipui! Könnt ihr mich hören? Was ist passiert? Der Tunnel ist eingestürzt. Baba und Ipui sind noch da drin. Wie kann ich helfen? Bist du stark genug, um den Weg freizuräumen? Vielleicht kannst du sie rausholen. Bitte, Neb. Es sind meine Brüder. Warte hier. Ich tue, was ich kann. Okay. Ja, dann schauen wir doch mal, ne? Da werde ich wohl durchbrechen müssen. Hey du, bist du verletzt? Ja, hab mir den Knöchel verstaucht. Mein Bruder Baba arbeitete weiter hinten. Der Tunnel ist eingestürzt. Ich weiß nicht, ob er noch lebt. Ich hol dich erstmal raus. Dann suche ich ihn. Vorsicht! Ich glaube, ich habe ein Zischen gehört. Ein Zischen, warte mal, das ist... Den sollte ich jetzt erstmal raustragen. Ipui, jetzt kann ich mich um ihn kümmern. Du musst zurückgehen und Baba finden. Schnell! Er ist vielleicht verletzt oder Schlimmeres. Kümmere dich um ihn. Ich werde deinen Bruder finden. Danke, Neb. Okay, wenn schon Schlimmeres passiert ist, dann können wir sowieso nichts mehr tun. Aber wir wollen natürlich gucken, ob er noch zu retten ist. Genau, die Fackel. Mal schauen, ob wir den noch finden. Friede, Wadjet. Verzeih, dass ich deine Grüne tötete. Es gab keinen anderen Weg. Okay, war das eine Kobra? Ah, guck mal, da ist auch noch eine Quest. Aber erstmal reden wir jetzt mit ihm hier. Bist du verletzt? Nein. Ich konnte mich vor dem Einsturz gerade noch hier reinzwängen. Ich hatte keine Ahnung davon. Wir wollten eigentlich den Fluss erreichen. Das ist sehr wahrscheinlich Teil des alten Tempels. Brauchst du Hilfe, um herauszukommen? Es geht mir gut. Ich gehe zurück zu meinen Brüdern und ruhe mich aus. Was ist das hier bitte? Das wüsste ich auch gerne. Was haben wir hier noch? Eine Geschichte der verlorenen Hüter dieses Ortes. Das Schwert fehlt. Ich frage mich, ob Mahis in Selkets Haus Erfolg hatte. Oder ob seine Suche dort endete. Eine Geschichte der Hüter der alten Bibliothek. Als Diener der Götter wurden wir Zeuge der Reise von Mahis, dem Sohn des der Sachmet, um die Invasoren zu stellen, die aus der Sonne kamen. Wir haben das Schwert vom Tag gesegnet und gaben es in Mahis Hand. Wir schickten ihn über den Fluss, um unsere Speere am Haus der Selket zu sammeln. Mahis musste gegen die Armeen von Ochos, der Artaxerxes genannt wird, standhalten, die aus der Stadt des Schlamms kamen, um alles zu verwüsten und uns zu versklaven. Okay. Ich weiß nicht, ob wir da auch irgendwie hochkommen können. Was haben wir hier noch? Das Auge des Kemba. Unsere wunderbare, prächtige Stadt ist verwickelt in eine Schlacht zwischen Mensch und Gott, dem Fluss und der Wüste, Horus und Sachmet. Als unsere Ahnen sie gründeten, waren sie dem großen Schwarzen gewidmet, dem Falken, dessen rechtes Auge die Sonne und dessen linkes Auge der Mond ist. Doch in den letzten Monaten und Jahren ist die reißende Herrin immer näher und näher gekommen. Unser Sommerfestmahl zu ihren Ehren kann sie nicht länger besänftigen. Sie kriecht näher und näher, und der Feueratem der Kriegslöwen trägt die Hitze und der Sand der Wüste ins Herz der Stadt. Die Orakel sagen, sie will ganz Ägypten für sich erobern und verschlingen, sobald wir ihr kein großes Opfer bringen. Ihre Wapp-Priester haben dem Nomarchen geraten, die Stadt aufzugeben, denn das würde sie milde stimmen. Okay. Ja, dann komm du mal mit.
Die Schlange ist wieder da. Wo will der jetzt hin? Jetzt komm mit. Hä? Gut, melden wir uns bei Nito. Wenn der nicht mitkommen möchte, dann möchte er nicht mitkommen. Er könnte ja rein theoretisch jederzeit hier raus, von daher. Guck nicht so komisch, wir haben deine Brüder gerettet. Und nimm den Sand mit. Dann war ich mit dem Sandsturm gar nicht so falsch mit meiner Vermutung. Okay, gucken wir jetzt aber erstmal, wie es questtechnisch weitergeht. Wir haben ja hier in diesem Örtchen doch einiges zu tun. Oha, neue Pfeile. Das ist gut, weil wir letztens so viele verballert haben. Ich wollte ihn nicht tragen. Ich wollte mit ihr reden. Vorarbeiterin, der Tunnel ist teilweise eingestürzt. Aber ich konnte den Arbeitern helfen. Mein kleines Böhnchen und ich sind froh, dass du noch rechtzeitig vorbeigekommen bist. Mögen die Götter dich tausendfach für deine Mühen segnen. Pass gut auf dich auf. Und mögen die Götter dein Böhnchen segnen. Oh, mein Böhnchen, das klingt so putzig, irgendwie die Umschreibung. Ah, Level 21. Sehr cool. So, bleib mal hier, kleines Kamel. Welche Quest machen wir als nächstes? Der Neue in der Stadt. Das wäre jetzt die nächstgelegene Quest, mit Nehi zu sprechen. Dann machen wir das doch mal. Es wird gleich Abend, es wird gleich dunkel, die Sonne geht schon unter. Das da muss Nehi sein. Bei den Göttern, was soll ich denn nur tun? Frieden, mein Freund. Was ist geschehen? Die Götter haben mich verflucht. Ich verlor meinen Hof und meine Frau an meinem Bruder Yamu. Und jetzt habe ich auch meinen letzten Besitz verloren. Mein Wagen blieb in einem Graben weit vor der Stadt stecken. Als die Nacht hereinbrach, hörte ich schreckliches Gebrüll. Ich ließ sie einfach zurück. Meine armen Ochsen. Alles, was ich noch hatte. Was soll ich nur tun? Gebrüll? Es gibt keine großen Raubtiere hier. Ich bin trotzdem lieber geflohen. Sie waren die letzten Geschenke meines Vaters. Khufu und Kiera. Und ich habe sie dort gelassen. Mit all meinem Besitz. Wenn ich dort entlang komme, werde ich sehen, was ich finde. Und jetzt arbeite du erstmal an deinem Haus. Wie? Vielen Dank. Mein Haus kannst du zur Rechten vom Tempeleingang finden. Mögest du auf den Schwingen des Horus fliegen. Oh je. Wir sollen den Karren finden und ihn zurückbringen zu ihm. Das möchte ich jetzt gerne gerade erstmal noch machen, bevor wir mit Tahaka sprechen. Denn der tut mir wirklich so leid. Verdammt, wir passen da nicht durch. Denn der tut mir so leid, da will ich jetzt doch erstmal gucken, dass wir ihm helfen. Das ist natürlich ärgerlich. Was heißt ärgerlich? Das ist natürlich traurig, wenn die Ochsen quasi eine Hinterlassenschaft von seinem Vater waren und... Ja, ich glaube nicht, dass da noch was zu machen oder zu retten sein wird, aber schauen können wir auf jeden Fall mal. Tatsache, doch, der Karren ist noch da. Ganz ruhig. Lasst mal sehen, wie ihr euch verfangen habt. Aber hier sind auch Gegner, aber die sind vom Level... Vergieß das Blut des Fremden für die Göttin des Gemetzels! Sonst habt ihr kein Problem, oder? Oha, wie? Es gibt keine großen Raubtiere hier. Was ist denn dann ein Löwe? Eine Löwin haben wir hier. Man sagt ja sowieso, dass wir kämpfen wie eine Löwin. Die Löwinnen gehen ja auch auf die Jagd, während die Männchen
Huch, ich wollte gar nicht mit einem Pfeil auf sie schießen. Während die Männchen auf der faulen Haut liegen quasi. Haben die sich geteilt hier? Zellteilung? Oh, das war stylisch ausgewichen. Das war nicht ausgewichen. Den schnappen wir uns auch noch. Ist es eigentlich schwer, so ein Meister-Idiot zu werden? Hast du ein Problem? Der Meister-Idiot zeigt dir gleich mal, wie man kämpft. Ich töte dich! Oha, dass die uns mal zu Hilfe kommen. Wobei die nicht uns zu Hilfe kommen werden, sondern einfach gegen den kämpfen werden. Ich glaube, da ist irgendwas. Ganz nah. Gib den Weg frei! Könnte ich da, wenn ich auf ein Führen gehe, sind das dann meine Pferde? Ah, wir gucken auf jeden Fall erstmal bei den Ochsen. Oh, die sind süß. Da wird sich der Gute freuen, dass wir ihm seinen Karren zurückbringen. Gut, dass ich nach euch gesucht habe. Ich fürchte, Nehi wäre sonst tot und ihr werdet jetzt Löwenfutter. Ja, definitiv. Oh, die kleinen Ochsen. Okay, jetzt muss ich nochmal gucken, wie ich hier am besten in die Stadt reinkomme. Komme ich hier? Nee, hier komme ich nicht durch. Das ist zu eng. Es ist alles sehr, sehr eng hier in der Stadt. Aber hier kann ich abbiegen. Hier kann ich nach rechts weiter. Es läuft ja auch alle direkt auf der Straße rum hier. Oh, der wird Nehi sich freuen, wenn er gleich seine Ochsen wieder sieht. Upsala. Kann ich anschreiben? So, da sind wir angekommen. Jetzt müssen wir noch mit Nehi reden. Der ist da oben. Ach, der ist auf seinem Haus drauf. Wir gehen nicht den normalen Weg. Nein, wir schleichen uns von hinten an. Bayek, du hast Khufu und Kiera gefunden. Dann kann ich ja heute vor Freude weinen. Sieh nur, wie viel du geschafft hast, seit ich gegangen bin. Ich habe etwas Seltsames im Haus gefunden. Es weckt meine Neugier und gleichzeitig jagt es mir Angst ein. Kannst du mal nachsehen? Zeig mal. Als ich den Hauptraum ausgrub, fand ich eine unheilvolle Schrift an der Wand. Alte Schrift. Ich weiß nicht, was sie bedeutet, aber sie jagt mir große Angst ein. Sie ist alt, aber unvollständig. Zu viele Teile fehlen. Ausgelöscht von Zeit und Sand. Glaubst du, denkst du, es ist ein Fluch? Ich frage mal in der Stadt. Na gut, was soll ich tun? Ich weiß nicht, ob ich hier schlafen kann. Alles wird gut. Also Nehi ist schon... Du solltest mit Ramessu sprechen. Er kennt wirklich jeden in der Stadt und weiß auch über alles Bescheid. Da bin ich mir sicher. Nehi ist schon ein ganz schöner Jammerlappen, ne? Okay, aber dann müssen wir mit Ramessu sprechen und Tahaka ist ja auch noch auf unserer Liste. Ich würde mich aber für heute erstmal von euch verabschieden, bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen und ja, macht's gut und bis zum nächsten Mal, wenn ihr mögt. Tschüss!